So, Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Der 5er und 6er sind durch. Wie ihr seht, der 5er ist auch schon wieder raus aus der Garage. Den 6er habe ich behalten, weil der war doch nicht so schlecht. Wir sind jetzt beim 7er angekommen und da wurde auch ein bisschen was gemacht. Wir gehen mal aufs Panzerungsprofil. Und zwar der Turm wurde von 100 auf 170 mm gepatcht. Ist okay, ist 70 mm. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, ihr trefft auch Neuner. Und ja, nur ich glaube, wir brauchen nicht erwähnen, so ein T30, der gibt da halt einen Fick also, drauf. Nicht nur ein T30, da geben halt alle Neuner einen Fick drauf. Außer ein G-Saw vielleicht. Ja gut, der hat auch andere Probleme, seine Kugeln zu suchen. Der Stockturm wurde auch gepatcht von 110 auf 150 mm. Brauche ich jetzt aber, denke ich mal, nicht zeigen, weil am meisten interessiert einen eh nur die Top-Variante. Ansonsten die Oberwanne wurde von 90 auf 120 mm gepatcht. Ist auch eigentlich ein okayer Winkel, sage ich mal, wenn man Holdown spielt. Also könnte ganz gut klappen. Bis Stufe 8, ab da schon kritisch, denke ich mal bei einigen. Und die Seiten wurden halt von 40 auf 60 mm gepatcht. Kann man so hinnehmen, ein bisschen Sidescrapen, vielleicht auf Stufe 7, aber ich glaube auf Stufe 8 wird schon kritisch. Weil ihr habt auch diesen, wie soll ich es nennen, diesen kleinen Huckel da neben dem Turm. Und die Wanne ist ja da auch, wie stark ist die Wanne da? Ja. Es ist blau. 80 mm und da könnte man auch schon, könnte, muss nicht, rein penetriert werden. Ja, gut. Ansonsten, kanonentechnisch haben wir hier die Top Gun drauf, die auch schon der 6er hatte. Leider, groß weiterentwickeln tut sich das nicht. Wir können mal sagen, ihr habt hier auch die Möglichkeit, noch die 105 mm zu nehmen. Aber auf diesem Panzer würde ich, oder würden wir die nicht mehr empfehlen, weil ihr trefft auf 9er. Und mit 223 Pen gegen 9er ist dann schon so eine Sache. Ja. Also da hat man dann schon lieber die 259. Ja, auf der Premium. 259 Pen mit 240 Alpha ist dann doch die bessere Wahl. Und da wurde halt auch die Aim-Time von 2,9 auf 2,7 verbessert. Ist jetzt nicht viel, aber kann man auf jeden Fall nehmen. Ja, Equipment, wie bei den anderen, was er zuvor gesehen hat, bei mir auch durch Ansatz, Richtantrieb und Lüftung. Weil Sichtweite hat der Koffer eh nicht so viel. Also man könnte es überlegen tatsächlich bei dem. Also ich habe jetzt ohne das 422 Meter Sichtweite, also man könnte überlegen jetzt statt Lüftung oder so, wenn einem das nichts bringt, weil ich sage immer, Lüftung bringt mir halt mehr als jetzt hier, also gerade bei Heavys, als jetzt hier irgendwie eine Sichtweite. Aber trotzdem ist es halt nicht viel eigentlich. Also, ich meine, wenn wir jetzt hier vergleichen, ich habe auf dem Liberté ohne Mannschaft, da ist zwar Optiken drin, aber der hat schon 440 Meter Sichtweite so. Ja gut, Liberté ist doch wieder 8er, oder nicht? Ja. Dann nehmen wir halt den M449, der hat nur 407. Und da habe ich schon die Optiken drin, also. Ja. Optiken hin oder her. Es ist halt ein Heavy und ich würde sagen, ob mit oder ohne Optik, das Ding ist trotzdem rotzenblind. Punkt. So viel, also Lights und Mediums outspotten wird's wahrscheinlich nicht. Aber das ist tatsächlich auch ein spannender oder interessanter Fakt. Wenn man den doch mit der 330 Alpha-Kanone spielen wollen würde, also mit der 105er, hätte man, warum auch immer, auf einmal jetzt deutlich weniger DPM als auf den vorherigen Stufen mit derselben Kanone, obwohl der Panzer eine Stufe höher ist. Okay. Na gut, dann. Da vorne man ca. 7,5 Schüsse pro Minute, jetzt hat man nur noch 6,9 mit der 105er. Okay. Also das Spiel will ja noch einen weiter auch dazu, will einen sowieso dazu drängen, dann auch zu sagen, okay, die 240er ist besser geworden vom Reload, aber der Rest halt schlechter. Also das merkt ihr jetzt auch, ne? Also ihr merkt jetzt schon mal, man legt keine 6,7 mehr nach, sondern nur 5,7. Ja? Also das lohnt sich dann schon, da ist auch die 105er nicht mehr im Vergleich so gut.
Ja, auf keinen Fall. Du musst ihn ja eigentlich auch im Vergleich jetzt hier schon zu einem Tiger 1 sehen. Wobei der Tiger 1 halt dann DBM-technisch on top ist eigentlich. Auf ja. Ich werde tatsächlich versuchen, mit der Mobility hier links rüber zu ziehen. Ja, ich auch. Und so, ja, ist halt wenn der Aal jetzt hier nicht also so nicht abgeblockt hätte. Oh nein, oh nein. Wieso krieg ich den Schuss ab? Ich bin offen, okay. Oh je, okay. Der Gerd hat mich outspottet. Und er fragt, wieso kriegt er den Schuss ab? Ja, weil ich den Rest abkriege. Das ist ein fairer Trade. Ja, du, wenn ihr keine Lust mehr habt mitzuspielen, dann müsst ihr das nur sagen. Also ich habe 1200, Noah ist hier der Einzige, der Schwert ja wegschmeißt. Okay, ich outspotte die auch nicht. Dann, der WZ hat dir erstmal gezeigt, was er von dir hält, Mirko, nämlich gar nichts. Ah, Mann. Gebe ich übelst was drauf, zum Glück. Ihr könnt mal nicht da hochfahren, sondern hier an die Heavy-Gasse ran, um zu sehen, was da gleich um die Ecke steht. Ich wollte erstmal kurz den Scout wegmachen. Dullis. Ja, du stehst. Ich habe nicht mehr so viel AP. Ist halt echt so. Zeitgleich. Ja, also. Jetzt werden sie hier wieder ja, aufmüpfig, die Kleinen. Okay. Ist halt auch, das musst du ja auch mal bewusst sein. Ja, ne? Wenn jetzt hier vor, unser kommt. Gegnerteam gleich auf der anderen Seite ist, dann kriege ich aber hier einen Anfall, ey. Ja, Demolisher. Der ist nicht so. Ne? Mirko, die fängst du dir diesmal? Nee, die alle drei aber. Oh, dreh. Ach Gott, ist er dämlich. Ja, nein, der ist ich werde davon halt nichts sehen. Er ist halt auch einfach. Läuft bei ihm. Der ist. Er ist ein bisschen überfordert halt, mein Gott. Nein! Weißt du, wenn du schon drei Panzer vor dir hast, dann dreh ich mich doch mit dem Scout hinter mich fährt. Na, warum solltest du aber denn den Damage, den du anbringen könntest, anbringen wollen? Das macht ja jetzt keinen Sinn. Ach, schade. Gute Frage. Bin gebaut. Ich hab mich gerade erwischt, keine APCR verschossen zu haben, sondern nur eine AP. Oh, das ist schlecht. Überaus ungewöhnlich für mich, ja. Ich baue uns gerade den T-3485 oben weg. Nur mal so als. Mensch, da noch ein IKV. Ja, IKV hat gekriegt direkt. Völlig überfordert. Hast du gesehen, wie der gegen die Mauer gefahren ist? Oh ja. Oh, danke, Arti. Erstmal übelst das Brett reingestellt. Boah, Alter, also die Kanone ey. Ist natürlich angenehm, der Rest nicht so, ne? Aber die Kanone ist wirklich schon angenehm durch die DPM, halt die man tatsächlich gut, hat. Ja. Ne? Aber das die ist auch Kanone der Riesenunterschied, halt da kommt ein HV2, ich glaube, der kann uns auch... Der ist hinter dem Dings, sicher. Der ist hinter dem Hügel. Spielst du mit Karte oder aber Kompass? Der kommt, oder? Der spielt doch nicht mit Kompass. Der spielt aber, also, spiel mit Kompass. Ja. Ihr wird zur Kompass, ich spiel natürlich mit Kompass. Also wenn ich jetzt lang fahre und der ist da doch, dann flippe ich aus. Siehst du? Hatte ich doch gesagt. Alles gut, hat recht. Wichtig ist nur, dass ich recht hatte gleich und nichts mehr, weil ein Heavy also, ist, zwei Heavys sind schon am ich Cap. Ich hab nichts gemacht. Wer sind die zwei Paladine? Ja, dann ist der KV2 nur hier und der Scout, keine Ahnung. Ist das ein dummes Hinterhergefahren jetzt? Ah, das ist halt nicht unser so geil, ne? Unser Scout stürzt sich hier gierig auf den LTG. Ich weiß nicht, ob er das bereuen wird. Nee. So ein WZ ist ja doch jetzt nicht so ja. Konkurrenzfähig im LTG eigentlich, aber... Ja, Scout, fahr da mal rein in KV2 und LTG. Meinst du, der überlebt es nicht? Doch. Guck, der KV2 ist One-Shot. Ja. Ich kümmere mich. Ich glaube, ich kann mich hier so richtig dullihaft auf den Scout werfen. Nee. Selbstverständlich. Nein! Oh, also Digga. Ich hab einen Zirkus-Schimpanse besser gemacht, aber es gibt Probleme. Ich habe ja gesagt, mach das nicht. Ja, aber er hat es dann doch gemacht. Ganz er wollte halt auch gesagt, nicht nein, hören. Mach das nicht. Ja, ja, Alter, ich hab der Runde eh nichts gemacht, Alter. Das war die letzte Chance auf dem Hallo, man muss die Chance sehen und man muss sie nutzen. Ja, aber das war... Ja, also manchmal muss das einfach das Pferdeschwanz beim... Die Kanone nach oben gerissen, weißt du, wie ich selbst hier stehe. Mann, ey. Als ob ich eine Heldentat vollbracht hat. Ich wette, der LTG ist sowieso auf dem Weg zu unserem Cap, von daher... Ja. Gute Runde, gute Runde. Ja, und die Cap... Oh, das ist richtig schlecht. Meine Herren, das, also da müssen wir eine zweite Runde auf jeden Fall hinterherlegen, Leute.
Das, also, das können wir so nicht stehen lassen, dieses Weggehaue hier. Nee, immer. Wie lang ging die Runde überhaupt hier? Warte mal kurz. Fünf Minuten. Und hat sich irgendwie kürzer angefühlt. Ja. Scheiße. Vorgefühlt, nachgefühlt, ich angefühlt. Bin schon durch. Ja, danach, davor ist ja egal. Vor. So. Ja. Ja. Wir sind Top-Tier. Aber, was er sagen muss, er hat eine sehr gute Ground Resistance und dreht die Wanne schnell. Aber wie du gerade eben schon zwischendurch gesagt hast, im Vergleich zu den anderen beiden performt er nicht so gut. Nee, ist ja nicht ganz so mächtig und wenn man, auf der Stufe, ne? Also, und wenn man den Vergleich noch zum Tiger 1 sieht, der dann halt mit einem Reload von unter 5 Sekunden herbekommt. Vergleicht man mit dem Tiger 1, vergleicht halt man mit dem, auf, was noch auf der Stufe anders ist, und zwar mit dem 29, da ist das hier einfach nur Futter. Oder mit dem Tiger 1 da 1, da stehst du richtig blöd da. Ja, das ist so. Ja, oder eine IS, die reicht glaube ich auch, um dich fertig zu machen. Ja, wenn sie gut rollt, ja. Oh, angezündet! Ich glaub, General, brenn ab! Ich hab den General dominiert! Okay. Voll OP, der Koffer, also, ich nehm alles zurück! Boah, er bounced an mir sogar, Alter. Ich halt mal den Paladin ein bisschen. Ich hab den General abgefrühstückt, ich hab meine Arbeit... Oh, fuck my life, Gott, Alter. Oh nein, Mirko, nein! 170mm Turmpanzerung! Zack, erstmal einen reingeschlüsselt. Hätte ich den am Kokola? Okay. Nee, ich bounce erstmal. Haben wir einen Plan? Wir hatten eben. Kommando Vorhaut? Rückzug? Meinst du, es klappt noch? Meinst du, es klappt noch? Hinter uns ist halt auch nichts, was uns Backup geben kann. Abdecken kann. Ach man. Der Scorch ist halt auch absolut unschön jetzt hiermit, ne? Aber der Scorch bounced auch an mir gerade. Bei mir ist gerade der Paladin gebounced. Richtig und richtig frech. Alter, als ob wir das Ding ja doch was noch kann, Panther ey. Panther 8.8 im Übrigen, ne? Also wir haben wirklich noch einen Panther 8.8 da. Oh, aber ich penne halt diesen. Kupola, also der Scorch bounced nur an mir. Ach, gepennt, Paladin. Alter, der bounced halt richtig hart an mir gerade. Rechts kommt ein. Panther kommt. Ja, ich sehe es. Ich hab daneben geschossen, läuft. Ja, genau. Scorch kommt. Ich bounce an ihm, Alter. Ja gut, der nimmt jetzt hier der. Oh! Kriegen wir den noch? Ich hab noch 2 Sekunden. Vielleicht. Ich bounce, fuck! Ich hab ihn, ich hab ihn. Nimm den anderen schon mal. Okay. Alter, ey, der das Ding hier, kann Alter, ja doch was. Also, Huldown kann der bei. Also, ich bin gerade sehr überrascht. Der Scourge aimt auf mich. Ja, aber. Ja, hab ihn getrackt und. Der aimt immer noch auf mich, ich warte einfach nur ab. Wo ging denn der Schuss jetzt hin? Die Kanone ist irgendwie komisch, muss ich sagen. Also. Ach, noch auf, da jallert einer rein, das können wir nutzen, um mit vor zu pushen. Hab ihn getrackt und gepennt, den Paladin. Ich fahr jetzt mit vor. Er ist gebounced an mir, Alter, das Ding kann vielleicht echt ein bisschen was. Ich nehme mir Paladin. Gleich. Ich schieß durch den Cupola, lol. Nimmt den jemand? Ich hab Ghost Shell gehabt. Also ich hab, ohne Witz, ich hab 2000 abgewehrt. Hier kommt ein YOLO, der mich jetzt nehmen wird. Der YOLO jetzt. Nein, ich schmeiß mich rein. Ich auch. Ab die Luzi! Wirklich. Ja, die hat irgendwie so ihre Raus, so manchmal gefühlt. Wie manche anderen Personen. Das ist schon krass. Alter, aber die hat. Also, ich muss gerade echt also, das Ding ein bisschen das loben. Wir haben ja jetzt als Paladin, Panther und Scourge. bisschen zu dumm. Trash Talk wirklich peinlich. Das wäre mir wirklich peinlich jetzt. Das wäre mir wir wirklich peinlich. Wären die einfach raufgefahren mit seinem Scourge und dem Paladin plus wir dem Panther, durch, die DPM Leute. Hätten wir nicht ansatzweise überlebt, ne? Nö, nee, aber vor allem, was der Panda an dir dann am Ende noch gebounced ist, absoluter also One-Shot. Wenn man, und wenn man den Turm wirklich reinbringt, bin ich überrascht. Alter. Also ich habe jetzt die Runde wirklich nicht viel gemacht, weil ich mir am Anfang leider so dumm so viel eingefangen habe, ja.
Da ich natürlich wirklich schon nicht mehr traden konnte, aber das war schon respektabel, ja. Ja, also wenn man das so sieht, bei mir jetzt hier da im Endscreen 2,6 geschossen, 500 unterstützt, 1900 abgewehrt. Kann ja mal kurz gucken, was die anderen Kollegen hier... Nein, ich habe auch 1100 abgewehrt. Aber wir hatten halt echt Achter gegen uns, die eigentlich besser sind. Also na, vor allem Paladin absolut. Die alles eigentlich besser können, ja. Also das ist einfach so. Auch also Panther, ich glaube, damit hätte ich nicht gerechnet. Übelst überraschend. Nö. Das hat richtig Bock gemacht, ey, doch. Also, ich glaube, am Ende müsst ihr das natürlich selber entscheiden, ob euch der Panzer so gefällt. Wenn ihr den Grind schon fertig habt und beim 10er seid, ist dann natürlich die andere Sache, ob ihr den wiederholt. Aber die, die beim Grind jetzt sind, angefangen haben oder noch dabei sind, also der Simo hat mich jetzt echt positiv überrascht. Der hat Bock gemacht jetzt in der zweiten Runde. Da hat man auch gesehen, dass er Huldown ist, denke ich mal, so seine Präferenz dann auch wirklich jetzt mit dem Turm, wo man ihn spielen sollte. Ja. Das war geil. Ja, von euch noch irgendwelche Worte? Oder seid ihr damit einverstanden? Nö, ja. Wir sind einverstanden. Gut, Glück für euch. Sage ich für nur, wir sind einverstanden. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten, Freunde.